Nun ist das Möbelstück fertig und möchte abgeholt werden. Schnell stellt man fest, dass es sich nicht nur um einen Standardproduktionstisch handelt. Das Hauptteil ist höhenverstellbar. Die Stephans sind am Einladen in Sonnefeld. Und er kann nun bald auf Reisen gehen. Zu uns nach Treppendorf. Zu Uni Records Univision. Transportsicherungen und kleine letzte Korrekturen werden durchgeführt, bis es losgeht. Los geht's. Nun wird's spannend. Denn das qualitativ hochwertige Möbelstück, das natürlich nicht so ganz leicht ist, muss ins Studio und dort aufgebaut werden. Dabei sind die Fachleute Stefan Moser und Stefan Schnabel aber sehr routiniert und eingespielt. Schnell nimmt es Formen an. Und der Spaß fehlt auch nicht. Bis dann alles steht. Es ist vollbracht. Ja, wir waren heute fleißig und haben hier den Studiotisch aufgebaut. Haben ungefähr so 1 bis 2 Stunden, in dem Fall war es ein relativ großer, haben wir 2,5 Stunden gebraucht zum Aufbauen. Ja, hat Spaß gemacht, hat gut geklappt. Und das fand ich echt schnell. Aber da sieht man, was eine gute Vorbereitung wert ist bei dem Tisch. Ja, er ist wirklich sehr groß. Das ist, muss man sagen, also das ist schon so die Königsklasse, würde ich mal sagen. Mit allen Pipapo. Sieht fantastisch aus. Vorbereitungszeit, jetzt mal ein paar so Daten vielleicht noch. Bei dir jetzt hauptsächlich in der. Ja, normalerweise haben wir auf so einem Studiotisch so 4, 6, 8 Wochen Lieferzeit. Also reine Produktionszeit sind vielleicht eine Woche, 14 Tage in der Werkstatt. Das Gute ist, wir tun die Studiotische komplett, grundsätzlich vorher komplett in der Werkstatt einmal zusammenbauen. Gucken, ob alles passt, ob alles funktioniert. Ja, genau. In dem Fall ist er teilweise sogar höhenverstellbar. Das tun wir vorher testen, ob es funktioniert. Und dann wird es im Prinzip zerlegt und hier mehr oder weniger als 3D-Puzzle, wie man heute gesehen hat, aufbauen. Genau, es kommt übrigens noch ein Punkt dazu, den möchte man an der Stelle auch mal erwähnen. Das eine ist jetzt mal die Sache des Möbels, sag ich mal. Und was wir auch machen, sind auch Pläne, wenn es zum Beispiel darum geht, um Verkabelungen. Wir können jetzt auch anbieten, diese Verkabelung mitzuliefern, auch was beratend ist, wenn es auch mal um Technik geht. Denn da gibt es ja auch Anforderungen von vielen, die jetzt sagen, ich möchte mir es gerne einrichten oder ich möchte umbauen und möchte jetzt nicht nur ein tolles Möbel bekommen, sondern auch die Technik dazu zuschneiden. Ich mache einen Rundumschlag, nenne ich es mal. Auch da können wir beratend tätig sein. Also auch das läuft mit unserem Tisch. Da gibt es ja auch die technische Erfahrung dann von uns beiden, die das ja viele Jahre machen. So. Und dann das perfekte Möbel vom Schreiner dazu, dass es dann auch wirklich sauber aussieht und keine Kabel irgendwo rumflacken auf dem Boden und wirklich glänzt. Und geliefert am Wunschtag, also wann man Zeit hat, in Absprache mit uns. Und das ist natürlich ein Service auch, das hat man woanders nicht. Es gehört halt die Punkte der Qualität dazu. Das ist einmal, dass wir vorher 3D-Zeichnung machen, wo man dann auch mal mit dem Kunden durchsprechen kann, entweder vor Ort oder online. Und dann, dass es im Prinzip vorher in der Werkstatt komplett zusammengebaut wird. Und dass es wirklich von Fachleuten wie uns aufgebaut wird und eingewiesen wird, dass man sagt, so prekär, dann ist es wirklich, gehört es für unser Qualitätsstandard dazu. Ja. Jetzt haben wir viel Spaß mit dem Tisch. Wir zeigen euch noch ein bisschen, was wie er aussieht, was er alles kann. Und ja,
so viel. Und dann seid ihr willkommen im neuen Ausstellungsraum in Treppenthal. Genau. Anrufen, Mail schreiben, Termin ausmachen, lieben gerne vorbeikommen. Wir zeigen euch gerne alles und es gibt natürlich dann 1000 Möglichkeiten, auch einen Tisch zu bekommen. Der muss nicht genauso aussehen, sondern der kann nach euren Wünschen. Genau, eben ja, Custom. Wir fertigen im Prinzip auch 2 Schienen. Die eine Schiene ist das Standard-Schienen, wo praktisch vorgefertigte Modelle sind. Mhm. Oder wir passen dann auch die Modelle an oder planen komplett frei wie hier. Genau, oder eben man kann dann auch sagen, man will jetzt das noch ein bisschen anders vom Kabelkanal bei den normalen Modellen. Und kann dann sagen, ich will noch eine Tischplatte zusätzlich. Sowas geht auch. Das ist dann. Hm? Genau. Auch sehr, sehr, sehr interessant. Ja, genau. Ja, super. Dann wünschen wir uns jetzt einfach mal viel Spaß mit dem Teil. Genau. Bis bald.